So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Geotastic ist ein Spiel zum Reisen und aktuell sogar im Plus leicht. Das finanziert sich über Spenden, das heißt, wenn ihr da was übrig habt, spendet ruhig was. Ihr kriegt auch Boni wie lokale Games und sowas und am besten benutzt ihr euren eigenen Google API Key und ja, hat so ein paar Sachen wie Geotastic, Time Battle, okay, das ist nichts für mich, Pinpointing, Founders Flags, Country Streak, Full Score Streak, also da kann man auf jeden Fall Spaß haben, aber wir spielen immer die 5 Runden, unendlich Zeit, wir wollen ein bisschen rumreisen, die Welt kennenlernen und dabei herausfinden, wo genau wir stehen. 30.000 Punkte sind drin. Und ich mache mal Each Drop Group will only picked once. Mal gucken, wo wir dann landen. Weil mich hat es gestern genervt. Wir waren zweimal hintereinander in den gleichen Orten. Oder Städten sogar. Das war blöd. Von daher starten wir jetzt rein. Und haben mal vielleicht die beiden random Sachen drin. Mal gucken, ob das hilft. Oder ob wir so dumm landen, dass wir nicht rausfahren können. Das könnte zum Beispiel in Südkorea passieren. Da habe ich ein bisschen Angst. Versuchen wir es mal. Erste Runde, wo geht's hin? Ich sage Indonesien. Oh. 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 Gar nicht schlecht. Dicht dran. Wo sind wir wirklich? Hospedaje Victoria. Paare. Oh, Südamerika. Jugeria Kokos. Ein wunderschöner Brunnen. Fast so schön wie der Brunnen, den wir vorhin gesehen haben im Livestream. Selva Tours. Ich würde spontan Richtung Panama oder sowas gehen. Puerto Tucache. Puerto Rico? Ja, Puerto heißt halt nur Puerto, nicht? Vielleicht auch Kolumbien? Tucache. Tucache hatten wir schon mal. Warte mal, ist Tucache nicht hier? Tuschin. Ich dachte, hier war irgendwo Tucache. Nee, warte mal. Tucache. Chile, Peru. Ich gehe gerade alle Spiele durch, die ich mal hatte im Kopf, wo irgendwas mit T vorkam. Aber ich habe Tucache. Schon oft gesehen. Das war gar nicht so klein. Das kann man durchaus erkennen. Aber ob es das ist, ist dann auch immer die Frage. Gibt ja wahrscheinlich mehr als eins. Trapoto. Also hier war Tucache nicht. Ich dachte hier halt irgendwo. Dann spielen wir meine Erinnerung Streiche. Ich werde mich am Ende ärgern, weil es wahrscheinlich dichter ist, als ich es gedacht hätte. Aber schon mal ein guter Hinweis, ein guter Start, nicht? Wir sind nicht komplett aufgeschmissen. Die Dinger gibt's doch nur in Guatemala. Gut, da kann es auch noch in Panama oder so geben, wo ich nicht oft war bisher. Da.
existieren Tukash? Nicht, dass das wie Buena Vista auch überall ist. Sehe ich zumindest nicht. Auf Anhieb, was nichts bedeutet bei mir. Totokinpane, Toto, die haben auch sehr viel mit To, nicht? Wahrscheinlich schon 8-mal rübergescrollt und es bei den anderen auch schon nicht gesehen. Ich weiß, ich habe mich auf jeden Fall zu Tode gesucht, schon damals nach Tukashi oder Tukesh. Geht. Vielleicht sollten wir erstmal das Land herausfinden. Carlos Wiese. Peru. Okay. Mariska Casquere. Dann lag ich hier doch mit Peru gar nicht so falsch. Puno Marisal Secares. Das Problem ist, ich glaube, das ist nicht Municidad, sondern so ein kleines Wurstding irgendwo. Hinter hängt eine Flagge. Ja, da steht auch Peru. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden hier hinterher hängt, aber Peru habe ich schon. Da unten steht auch nochmal Peru. Mir war aber auch so, als ob Tukash Peru war. Oh, die Box ist ausgegangen. Habe ich vergessen auszumachen. Wir waren nämlich gerade noch an den Seen. Ich bin der Meinung, es war irgendwo hier unten. Lima. Nee, bei Lima war es, glaube ich, nicht. Ja, aber das allererste Bild, was man nach dem Laden sah, da war Peru-Flagge. Die sah ja aus wie Bangladesch. Das sah nicht aus nach Peru. Da fehlte was für Peru. Vielleicht, weil es die Rückseite war. Das kann sein. Du meinst diese rot-grüne, nicht? Die da hing, oder? Habe ich noch eine übersehen? Das hier heißt wie? Lambayeque. Mariscal Casqueres. Könnte auch bei Casqueres liegen. Wo ist Casqueres, ist die Frage. Cusco, Puno, Xala, Ayacucho. Chilacho. Rot-Weiß? Echt? Die habe ich gesehen. 2-3 Mal. Habe ich die übersehen?
Ich glaube, wir brauchen eine Straßenecke. Ich sag voraus, es ist irgendwas mit P5 oder sowas. Oder Autobahn 5, Straße 5. Aber ich dachte, diese Schilder oben drüber, dass das nur Guatemala war. Peru hatte eigentlich eine richtig schlechte, ausgebaute Infrastruktur, vor allem in Lima direkt. Husqvarna. Also sag mal, Husqvarna kann man auch überall suchen und finden. Gestern auch schon. Okay, Wahlen. Okay, irgendwelche Maya-Tempel im Stadtpark. Inka-Farmer. Da wird man auch zum Not direkt enthauptet und das Herz rausgerissen. Easy. Ich verliere mich an diesen Plätzen immer total nicht. Man kommt mit einer großen Straße an. Und dann gehen überall nur so Pupstraßen weg. Und hier die richtig große, weiterführende Straße zu finden, ist gar nicht so leicht. Und Straßennamen hätten wir zum Glück hier in Massen. Aber hier gibt es auf jeden Fall ganz viele Hinweise, dass es Peru ist. Das ist schon mal schön. Oh, können wir da nicht geradeaus weiter? Na, fahre ich lieber in die Richtung. Da können wir auch nicht weiter. Okay, also das ist die Ende der Stadt. Yuanjui Ciudad Moderna Solidare Turistica y Ecologica. Okay. Tourismus und Ökologie. Hat mich einfach zurückgesetzt. Sag mal, er hat mich umgedreht. Ja. Ich kann hier nicht hinfahren, wo ich will. Ich glaube, wir kamen schon aus der Richtung. Boah, guck mal, was es hier alles gibt. Alles, was das Herz begehrt, nicht? Kartoffeln, Äpfel, Zwiebeln, Knoblauch, Mehl. Malhefte, Kinder. Spielzeug, Koffer, Ranzen. Teller. Kochtöpfe. Ist ja richtig was los hier. Was ist das denn? Also ein richtig verlockender Bazar. Guck mal, sogar ein kleines Motorrad kann man kaufen. Es ist halt schwierig, hier wirklich die Hauptstraßen herauszufinden. Man darf fahren welche. Okay, das ist gut. Wir sind an einem Fluss. Vielleicht steht hier was dran. Puerto Grau. Oh, Puerto Grau, der ist gar nicht so klein. Den habe ich schon mal gesehen. Den haben wir gesehen. Wo war der denn?
Der war irgendwo in den Bergen, kann das sein? Oh, wo war dieser? Das ist immer das, nicht? Man nimmt die Sachen irgendwann wahr, man weiß, dass die da sind, aber dann sie wiederzufinden, ist quasi unmöglich. Also, außer man hat ein eidetisches Gedächtnis, aber mein Gedächtnis ist super schlecht. Der hat hier gar keinen Namen. Ah, ich habe mich nämlich gewundert, warum der Grau heißt. Was das wohl bei dem bedeutet. Shira. Aber gut, einen Fluss wird man nicht finden, wenn man nicht weiß, wo er ist, nicht? Könnt jetzt hier zwar alle durchgehen. Nebenflüsse vom Amazonas oder so. Napo. Ich weiß nämlich, dass... Na klar, der liegt bei Tokash, nicht? Weil ich habe schon mal halt Tokash gesucht. Ich habe echt... Halluzinationen? Nee, was sagt man? Déjà-vus. Und dabei war es so leicht am Ende. Es war super leicht. Aber es ist ja auch Puerto, nicht? Und nicht Fluss. Vielleicht sollte ich dann einfach die Seen abgehen und nicht die Flüsse. Aber die haben oft keinen Namen. Aber ich weiß, Grau stand eigentlich da. Aber es kann auch sein, dass es am Rand da stand. Ich glaube, das ist der gleiche Droppunkt wie damals. Wenn man sich jetzt noch erinnern könnte. Okushoma. Aber nix da. Warte mal. Ich hab irgendwo... Ich hab grad so ein Déjà-vu. Und zwar dachte ich, die... Aber das ist nicht hier gewesen. Déjà-vu, was nix hilft. Da war das nämlich so ein Ding und das war ein See. Weil es nicht am Meer war, aber ich weiß nicht, ob das der Grau war. Ich meine, das sieht da ja schon recht grün aus. Und hier gibt's nicht so viele Seen. Hilft alles nicht. So kommen wir nicht voran. Puerto Ambres. Laboratorio Dentale.
Okay. C prohibe. Prohibe. Prohibited. Verboten. Saint-Martin de Porres. Aber wenn ich Saint-Martin, hier geht's nicht weiter. Saint-Martin de Porres finde. Ah, da kann ich rüberspringen. Sehr gut. Wenn hier stehen echt viele Sachen dran, nicht? Überall. Juanjui. Nord 300. Nummer 300 wahrscheinlich. Nombre haben die oder so, nicht wahr? Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Ich weiß aber, ich war schon mal in dieser, genau dieser Stadt waren wir. Tja, aber hilft ja alles nix. Hier steht übrigens auch direkt Peru, nicht? Prost. Was steht da? Sanemiento? Ich meine, hier hinten drin gibt es nicht so viel Dings. Wahrscheinlich wird es irgendwo auf diesem Stück hier liegen. Weil die hier haben auch ganz kurze Namen, nicht? Die großen Regionen. Die kleinen. Madre de Dios? Also entweder Saint-Martin, Region Saint-Martin, Municipitat Provincial Mariscal Caceres. Da war Gomez. Ucali. Tamata. Okay. San Juan. Rio Mayo. Porto. Das stand aber nicht dran. Weil das Ding ist größer, nicht? Oh, scheiße. Okay. Das mit das Größte. Es gibt bis hier runter. Und dann wahrscheinlich irgendwo hier am Fluss entlang. Aber hier ist schon wieder ein anderes. Okay, also geht irgendwo hier, da. Weil hier ist ja nichts. Und dann hier hoch. Bis wohin? Hat so eine Ausbuchtung. Oh, bis hier hinten. Okay, also die Straße und die Straße gehört dazu. So, und da steht Saint-Martin. Saint-Martin wäre hier. Das ist ein kleines. Tokasche, da ist es. Okay, aber es geht ja nach Tokasche, nicht? Das ist San Francisco.
Wie heißt jetzt die Stadt? Junjui, nicht? Junjui, Junjui. Wo ist Junjui? Junjui, da. Die haben, ach, deswegen kommt man überall nicht weiter. Die haben einen Flughafen mitten in der Stadt. Aber wo ist Rio Grau? Okay, aber wir wissen ja, wie die Straße heißt, oder? Irgendwo hatten wir doch hier ein krasses Straßenschild. Wo war denn das? Es war nicht so weit vom Anfang weg. Hier sind wir direkt draußen, nicht wahr? Das war's nicht. Ich glaube, ich bin in die andere Richtung. Hier war's auch nicht. Ah, da ist ein Straßenname, oder? J.R. Giuliano Perez. Okay. Da das hier... Wir sind irgendwo in der Nähe vom Wasser. Und die läuft Nord-Süd. Okay. Simón Bolívar. Lores. Direkt am Flughafen werden wir nicht sein, oder? Aber wir kommen direkt zum Wasser. Deswegen würde ich nicht sagen, dass wir so weit gefahren sind. Und den Platz hatten wir ja gefunden. Nicht den. Den hier nicht. Da sind wir angekommen. Das heißt, hier müssen wir irgendwo drin sein. Die Sambre, San Miguel. Galileo Galilei. Miguel Grau. Ah, deswegen. Miguel Grau. Ah. Und die Straße hat keinen Namen. Lasst mich raten, das ist die Straße, in der wir stehen. Ohne Nummer. Sin Nombre. Es könnte auch sein, dass das natürlich nur die Hauptstadt ist, die Region, und das stand da dran, nicht? Ich meine, wir sind schon am Fluss. Und zwar direkt, das passt schon gut. Von der Größe her sieht mir das fast ein bisschen größer aus als unsere. Die haben gar keine Straßennamen, das wäre kacke. Bella Vista! Ja. Okay, wir suchen mal diese große Straße. Oh. Und da muss ja irgendwo stehen. Oh, uiuiui, kalt. Ich sollte vielleicht den Lüfter ausmachen. Da standen ja auf jeden Fall mehrere Sachen dran. Puerto und Tucache. Tucache liegt
südlich, ja, das ist okay. Und Puerto liegt östlich. Puerto. Tocache ist südlich, das ist richtig. Buenos Aires. Natürlich. Genau wie Bella Vista, Buena Vista, haben die auch alle über Buenos Aires. Picota, San Rafael, auch ein gängiger Name. Trapap. Das habe ich zum Beispiel noch nirgendwo gesehen. Tarapoto. Ich meine, vielleicht sind wir auch an dieser kleinen Stadt oder sowas. Obwohl unsere schon mittelgroß wirkt. Ich habe mir jetzt auch nicht gemerkt, wie der Fluss ausgerichtet war. Porto sehe ich jetzt nicht. Sempongo. Puerto, Peru. Könnten auch hier oben vielleicht irgendwo sein. Industriegebiet. Dass wir in sowas hier sind. Die haben auch keine Straßennamen. Aber da wäre Samatha zu Ende. Okay, wir müssen bessere Hinweise noch finden. Vielleicht doch in die andere Richtung fahren und gucken, was da für Städte kommen, nicht? Also hier kommt Puerto und Tocache. Ah, Tarapoto, okay. Das geht nach Norden, Nordosten. Das würde passen. Perez. Guillermo. Sehen wir das irgendwo? Es kann sonst wo auf diesen Straßen liegen, nicht? Jetzt sind wir in St. Lucia, aber nee, das ist zu klein, oder? Das passt nicht. Und dann wäre auch Tocache nicht da, wo es wäre. Also das liegt südlich, das wissen wir. Und das liegt nordöstlich. Also irgendwo zwischen den beiden liegen wir. Und wir haben Junjuipui gelesen. Das ist zumindest die Hauptstadt der Ecke, in der wir sind. Mit Samatha. Wo war Samatha? Das war doch auch hier in der Ecke.
Und die haben Kreisverkehr. Das ist vielleicht gar keine schlechte Ausgangsbasis, den zu suchen auf der Straße. Weil so viel Kreisverkehre dürfte es nicht geben. Ich hoffe nicht auf sowas hier. Aber ich denke schon, die Straße, auf der wir sind, ist eine gelbe. Und wir sind nicht weit weg vom Fluss. Das ist schon hilfreich. Ich meine, Bella Vista wäre eine Option. Aber unsere Straße gibt es nicht. Und Raphael. Und wir müssen ja wirklich direkt am Wasser dran sein. Da gibt's halt auch nicht so viele. Picota? Picota klingt eigentlich gar nicht schlecht, oder? Da war Samatha, aber das ist zu weit weg von allem Möglichen. Das ist auch zu klein. Sealo. Puerto Rico. Moment, was ist da? John Zala irgendwas? Ich meine, hier wäre ein Kreisverkehr. Guillermo. Sehen wir Guillermo oder Perez halt? Und wir müssen an diesem Fluss sein. Das ist das Einzige, was sicher ist, nicht? Okay, wir fahren mal weiter. Vielleicht bis zu diesem Kreisverkehr. Janjui wieder. Caspi Zappa. Aber von Katzi Papa nach Janjui. Okay. Da haben wir doch nochmal verlässliche Angaben. Okay. Bella Vista ist 36 Kilometer weg. Das ist das da. Nach Norden. Okay. Picota ist 73 weg. Das hatten wir doch auch gesehen. Picota. 73, 36. Das heißt, hier zwischen sind um die 40 Kilometer. Dann sind wir Junjui oder Lopuna. Was anderes geht nicht. Das wäre aber zu klein. Okay, wir können nur in Junjui sein. Wenn wir jetzt noch die andere Seite finden und da die Kilometer dran stehen, dann haben wir es ja, genau, wenn da Junjui nicht dran steht.
Aber dann fehlt der Straßenname. Aber nicht jede Straße hat halt einen Straßennamen. Muss ich wahrscheinlich in die andere Richtung hochfahren. Also mit den Häusern, da könnte man auch denken, man ist echt in Indonesien oder sowas. Ist die erste Runde, nicht? 39 Minuten schon. Wow. Was ist denn das? Sieht ja auch verrückt aus. Und rechts ist die ganze Zeit der Fluss, oder? Den haben wir doch gerade gesehen hier durch. Ah nee, das war ein Gartentor. Okay, also die fährt nicht unbedingt am Fluss lang, aber kann ich auch nicht komplett ausschließen. Hier kommt nichts an Hinweisen. Wahrscheinlich erst in 30 Kilometern. La Victoria. Okay, wo ist La Victoria? Das müsste ja denn hier diese Abzweigung sein. Ich brauche die Gegenseite, die wäre irgendwie wichtig. Da. Junjui. Okay. Das heißt, wir wissen, dass wir jetzt da sind. Jetzt fehlen uns trotzdem noch die Straßennamen. Müssen wir uns eine andere Straße suchen, wenn die beiden, die wir hier haben, nicht dran stehen. Das ist die Hauptstraße, nicht? Das ist so ein dreieckiges Ding. Das heißt, das könnte das hier sein. Kommen wir von hier raus, dann ist das die Straße ohne Namen. Das macht's nicht leichter. Aber das Dreieck muss man auf jeden Fall erkennen können. Da geht noch eine Straße ab. Die geht nach Westen weg. Das ist die hier, ja. Wir sind auf jeden Fall an der Stelle hier gerade. So, und wir kommen darauf, wir fahren nördlich darauf. Und dann fahren wir nach Osten. Und dann sind wir da, nicht? Aber wir fahren nach Norden, Osten. Und das ist die ohne Namen unsere. Wir stehen. Tja, welcher Höhe? Da kommen jetzt die Häuser. Würde ich sagen, stehen wir hier so. Ich hoffe, ich habe mich nicht total verschätzt. 7 Meter. Wir haben's. Puh, schwere Geburt. Und damit in die Runde 2. Okay. Treceros. Wir sind auf der Südhalbkugel. Argentinien. Also für Uruguay ist es ein bisschen zu hügelig im Hintergrund, nicht?
Das ist ja wirklich flach gedrückt ohne Ende. Ich meine, das ist hier auch schon recht flach. Von den Straßen hätte ich eher Schiele oder sowas gesagt. Transporters. Und danke für den Follow, Properio. Immer so komplizierte Namen. Ihr wollt mich doch wohl herausfordern. Brasilien. Oh, Brasilien waren wir ewig nicht mehr. Das ist aber einfach in Brasilien. Da müssen wir nur die Straßenseite Dings finden. Gibt auch so Steine mit dem... mit Straßennummer drauf. La Cruz. Aber wir haben echt gute Startpunkte an sich. Wir sind in La Cruz, okay. Curuchu Cuitayo. Das würde ich ja eher hier hinten hinpacken. Da es aber so weit weg ist, müsste es ja eigentlich relativ in einer guten Zoom-Stufe zu sehen sein. Belo Horizonte, Paso de los Libres. Ich meine, das Land ist so riesig, nicht? Und Guaravi. Von den Namen passt das hier schon in die Ecke irgendwo. Carayas? Nee, Cuyata suchen wir. Cuyata, wo bist du? Okay, wir müssen herausfinden, die Straßennummer. Dann wissen wir, in welchem Bezirk wir sind. Dann macht das Suchen mehr Sinn. Es dürfte aber eigentlich gar nicht so weit weg sein. Aleva Obera. Okay, Obera muss aber doch riesig sein bei 300 Kilometern. Bei Obera muss ich an Oberon von Stargate denken. Der Meister der wie hießen sie? Replikatoren der anderen Galaxie da. Pegasus-Galaxie. Obera. Ich werde jetzt das Obera... Von diesen kleinen Städten der größte kleine Kaff im Nirgendwo, was 600 Kilometer weit weg ist von irgendwas und deswegen wird's angegeben. Salvador. Nee, okay. Aber hier, also, wenn wir wissen, welcher Bezirk, dann kommen wir zurück an die Stelle, nicht? Und dann können wir es genau eingrenzen, finden La Cruz und dann ist gut. Achtung, Radarüberwachung. Na da, es müsste so ein kleines viereckiges Schild am Rand einfach dann sein. Und da steht dann BR 200 irgendwas oder so drauf. Im besten Fall, wenn das natürlich so eine Straße ist, wenn es nur eine einfache Straße ist, dann haben wir ein Problem.
RN, da steht's doch. So, RN, wir zoomen raus und dann kann man hier gucken. RN, RN. Wie heißt das Ding? Rio Grande do Norte, okay. Leider kann man die Umrisse nicht ganz genau erkennen. Hier irgendwo, also in dem Bereich können wir nur sein. Das ist doch schon mal gut. Und dann gehen wir jetzt wieder zu unserem Punkt zurück. 487 oder so stand da dran, nicht? Shit. Hätte ich mir jetzt nicht gemerkt. 427? Ah, Manno! RN478 oder sowas. Nee, RN, oh Mann, kacke, ich hab, warte mal. Back to previous position. Puh, Glück. RN14, okay. 587, okay. Hätte ich ja knapp daneben gelegen. RN160, 64, 23. RN118, RN16. RN15, RN13. Warum liegt die 14 nicht zwischen 13 und 15? 12, 11, 12, 13? Was, die 304 ist vielleicht? Manchmal haben die so Doppelnamen. Nö. Müsste ja die 587 dann auch sein. RN15, RN117, RN73, wirklich. Es gibt alle Nummern, nur nicht die, die wir haben. Ich liebe ich. Das kann nicht Zufall sein, nicht? Ich glaube, das Label wird dann absichtlich ausgeblendet oder so. Nee, das wäre nicht möglich zu programmieren. Aber es geht los. 11, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Da fühlt man sich doch einfach nur verarscht. Hier ist die 16. Vielleicht ist die auch nur so ein kleiner Irgendwo-Stück. Wenn die 587 sehe ich ja auch nicht. Vielleicht dieses Stück hier? Nee. Tja. Und wir wissen, La Cruz oder so heißt das Ding. Bella Vista, hatten wir lange nicht mehr den Namen. Wenn wir jetzt noch einen Buena Vista finden, bin ich glücklich. Ist schon ein anderer Bezirk. Wahrscheinlich liegt die 14 ganz in der anderen Ecke. Und nicht da, wo 11, 12, 13, 15, 16, 17 liegen.
Ja, ein 64, hier ist eine 23. Ja, ich glaube, das ist wild gemixt. Wo was lang geht. Schöne Scheinkleister-Sache. Oh Mann, oh. Okay, finden wir vielleicht hier noch mehr raus. Treceros. Kein Treceris. Das wird kleiner sein. Ah, 27 Kilometer weg. Ich sag erstmal Prost. Ja, das Tremarias. Okay, was haben wir noch? Wir hatten hier doch so viele Schilder. Ruta Provinzial. Ruta Provinzial 114. Okay, die 114 ist da. Hier ist 116. 116. 116. 110. 101. 104. Kann doch auch nicht sein, schon wieder. 122. Und hier hört das ja schon auf. Vielleicht bin ich... Aber er erinnert es richtig. Dass wir woanders sind. Und dass RN falsch ist. So langsam habe ich nämlich das Gefühl, dass RN passt nicht. Aber vielleicht meinen die auch die RN114 damit. Vielleicht finden wir die, wenn wir schon keine 114 finden. Hundertneunundzwanzig, hundertachtzehn, hundertsiebzehn. Tja. Ich würde sagen, ich mache eine kurze Pause und ja, wir haben bisher eins erraten und sehen uns gleich wieder.